Weiter geht's hier in Pac-Man World Repack 5-2 unter Druck. Und hier gibt's ein weiteres Labyrinth-Level, was wir suchen müssen. Oh Gott, unter Druck. Haben wir ein Zeitlimit? Nee. Das zum Glück nicht. Dann wird's wohl irgendwas anderes. Eben, aua. Was uns unter Druck setzt. Vielleicht die Gegner. Die nerven gerade ein bisschen. Aber ich mag allgemein diese Unzenbrenner hier nicht. Und ich bin direkt tot. Perfekter Folgenstart, Freunde. Perfekt. Besser geht's gar nicht. Die sind ja auch böse platziert, muss man sagen. Ich komme hier gar nicht durch, ohne getroffen zu werden. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Nicht schon wieder. Aua. Bitte nicht noch einer. Ist hier ein Checkpoint irgendwo? War irgendwo eine Frucht? Warte mal. Erstmal Checkpoint. Dann da unten das Leben mitnehmen. Bitte. Danke. Jetzt am besten da noch irgendwie hochkommen. Genau. Okay. Bin ich zumindest nicht mit einem Treffer schon tot. So, überlebt noch ein bisschen. Eins. Zwei. Ha? Ja genau, ein bisschen nach oben, richtig. Okay, komisch. Ah, hier haben wir den Pfirsich. Perfekt. Und wir können hier etwas Pac-Man spielen. Also, wir spielen schon Pac-Man, aber wir spielen Pac-Man in Pac-Man. Jetzt sind die ganzen Geister erschienen. Und auf die habe ich halt Hunger. Nom. Ich will noch nicht runterfallen, weil sonst sterbe ich trotzdem. Okay. Dann wollen wir nochmal sehen, was es hier hinten gibt. Aha. Eine Bombenpille, die muss ich leider verschwenden. Weil ich hier gerne den Schalter aktivieren möchte. Auch wenn ich noch nicht ganz weiß, was du machst, auch noch da oben. Das hier öffnet der. Ah. Hier ist Bonus und das P. P steht natürlich für Bonus, das wissen wir alle. Wow. Nein, die killen mich. Ja. Das war klar. Ich bin wirklich hier ganz hinten. Oh Mann. Ja, wir werden in letzter Zeit sehr häufig mal das Gras beißen. Weiß nicht. Ich glaube, Pac-Man gefällt das. Schmeckt bestimmt ganz natürlich für ihn. Weil Gras und Natur und ist auch egal. Ist in Ruhe. Ich mag diese Gegner überhaupt nicht. Sind total nervig. Wie bist du überhaupt ein Lebewesen? Du bist ein Gegenstand. Du darfst gar nicht leben. Verschwinde. Wo führt er mich hin? Zum Secret? Okay, ein One-Up. Naja. Das hätte ich ja schon fast wieder verloren. Okay, müssen wir aufpassen. Die tun weh. Die sind nämlich sehr heiß. Genauso wie die Dinger. Der mich schon wieder gesehen hat. Da kann ich den nicht dran heften. Nee. Komm schon. Ich will da drauf, ohne dass du mir. Dass du mir weh tust. Okay, ich kann sie kaputt machen. Immerhin etwas, was ich tun kann gegen diese Viecher. Okay, war ein Checkpoint. Perfekt. Und das hat mich trotzdem aus irgendeinem Grund getroffen. Cool. Warte mal. Wenn man hier lang kann, dann gibt's ja auch was. War mir schon klar. Aua. Mensch. Aber man merkt, glaube ich, auch, dass wir schon sehr nah am Ende des Spiels sind, oder? So schwierig wie das Spiel im Moment wird. Das merkt man schon, dass wir so langsam ans Ende kommen. Ich will da gerne hoch. Hallo. Boing, boing, boing. Dass wir wieder runterkommen. Dass man immer auf so einen Fahrstuhl hier warten muss. Ich spiele doch nicht den Fahrstuhl-Simulator, ich spiele Pac-Man! Hier vielleicht ist es auch so das gleiche, ich weiß es nicht. Ja, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Was zum. Eine große Drill. Hau mal ab, danke. Okay. Was machst du? Oh nein, oh nein. Ah, das ist nur für ein One-Up. Okay, ich dachte, das wäre wieder von Buchstaben wie vorhin. Vorhin war das ja ein Buchstabe, den wir damit bekommen haben, aber zum Glück war es das nicht. Weil ich weiß nicht, ob ich den bekommen hätte gleichzeitig.
Okay, das war gerade nice. Bleib hier mal stehen, falls sie wieder was wichtig. Ne, es ist wieder nur ein One-Up, okay. Ja, aber es kann ja sein. Vorhin war es ja zum Beispiel so. Dass da was Wichtiges war. Deshalb gucke ich lieber mal hin. Nimm mal lieber alles mit, was ich mitnehmen kann. Für den Fall der Fälle. Ja. Okay. Hallo, große Box. Danke für die Münze. Danke, dass ich auf dir drauf springen kann. Und tschüss. Aha! Schau mal, was wir haben. Unser Eintrittsticket ins Labyrinth. Da habe ich doch Lust drauf. Aua. Lass mich in Ruhe. So. Machen wir das Labyrinth. Als Metal Pac-Man. Nee, da kommt leider nicht mit. Der muss bleiben. Wie der kleine Hund. Der kleine Hund muss bleiben. Der darf nicht mitkommen. Tut mir leid. Gehen wir mal hier unten. Lang. Dann kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Wir müssen aufpassen, weil die Geister hinter uns sind. Ah, Geister. Geistbrot. Das will ich aber ungern essen. Na, wohl, Pepper Mission schon, also genau. So, nochmal. Ja, super easy eigentlich. Kein Problem. Rennt gerne in meinen Mund rein. Habe ich kein Problem mit. Nom nom. Und das war's. Kurz zum Ablenken. Ein kleines Labyrinth. Warum sind die beiden da ineinander rein? Gegangen. In ihren eigenen. Was? Habt ihr das gesehen? Ist ja auch egal. Aua. Gehen wir einfach schnell weg und denken nicht länger darüber nach. Ich weiß, ich lasse mich die ganze Zeit treffen, aber ich will ja nicht zu lange mich an irgendwas aufhalten. Und ich habe zum Glück den Buchstaben eingesammelt, weil sonst weiß ich nicht, ob ich noch bekommen hätte. Wow! Pac-Man denkt sich so, oh, ich kann ja atmen unter Wasser. Ist Pac-Man vielleicht ein Fisch? Nein! Oh nein, Hilfe! Sieht aber ganz cool aus, der Hai. Ich mag sein Design voll. Hier kann man hoch. Aha! Ich dachte es mir schon, irgendwas ist hier faul. Boing, boing. Was zum. Aha! Ah, das ist Bonus hier. Ach Mist. Ich dachte, ich habe das Ding noch für ein bisschen länger. Nee, habe ich nicht. Aber bitte sag mir, das war alles. Nicht, dass ich es nochmal brauche. Obwohl es schon so ein bisschen danach aussieht. Ja, aber Moment. Vielleicht ist hier noch eine? Nee, hier ist der Checkpoint. Nee, den will ich noch nicht. Noch nicht. Ich will erstmal lebendig wieder durchkommen und dann oben die Metal Cap mitnehmen. Und das geht, Spiel. Bitte. Oh mein Gott. Ach komm, wie soll ich denn da durchkommen? Was? Nein! Okay, ist nicht so schlimm. Nehmen wir das einfach als Abkürzung mit. Ja. Na komm, geh schnell nach unten. Ich finde das blöd. Man kann schnell nach oben schwimmen, aber man kann nicht schnell nach unten schwimmen. Man muss sich immer fallen lassen. Hier war das. Okay, habe ich verpasst, glaube ich. I don't know. So, jetzt Beeilung. Was? Habt ihr das gesehen? Mein Gott. Ich glaube, ja, hier kommen wir da hin, oder? Ja, hier ist das M. Perfekt. Das hat keinen Sinn gemacht. Aber egal. Jetzt einfach noch schnell nach oben. Ich möchte kein Fleischfutter werden. Obwohl Haie eigentlich gar nicht mehr so böse sind, ne? Ah, okay, egal. Ignoriere einfach die Coin. Brauch die Coin nicht. Bin hier nicht beim Coin Master. Interessiert mich nicht. Die nehme ich aber gerne mal mit. Obwohl, da war jetzt nichts Besonderes. Waren einfach nur ein paar Punkte. Okay, schade. Aber es kann ja immer mal sein, dass da was Wichtiges mit dabei ist. Immer schön alles nachschauen. Okay, nur noch das N fehlt mir. Und dann sind wir hier durch. So, wunderbar. Ich habe nämlich heute damit geplant, dass wir die Welt fertig schaffen, die Fabrik. Zumindest, insofern, dass es auch klappt heute. Kann ja sein, dass die
Level zu lange sind, weil ich habe schon gemerkt, dass die Level letzter Zeit ziemlich lange geworden sind. Vielleicht auch einfach, weil ich ein bisschen länger brauche und die ein bisschen schwieriger geworden sind. Ich weiß es nicht, das kann sein. War da oben nicht was? Was zum... Warum macht er das? Alles klar. Alles klar, Pac-Man. Boing. 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 Oh, knapp. Knappes Ding, aber da kommt man irgendwie rauf. Aber da war dann ein Checkpoint, ist, denke ich mal, dass man da sowieso jetzt drauf kommt, oder? Maybe. Ja, doch, 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 ich sehe schon. Ja, ja. Ja, ja. Aua. Moment. Ich rechne jetzt mit euch ab. Bagger, 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 bagger. So, noch einer. Ach, hier sind zwei noch. Hab ich euch. Ihr entfliegt mir nicht. Ah, ist ein One-Up. Nehme ich mit. Wenn ich es schon sehe. Mhm. Leben. Also ein Health Up meine ich. Egal. Eine Glocke. Die könnt ihr auch mal aktivieren unten. Und der Checkpoint. Vielleicht ist noch der, den ich gesehen habe. Ich weiß es gerade nicht. Kann sein. Bin ich sicher. Hau mal ab, please. Hau mal ab, please. Hau doch mal ab, please. Ah, jetzt sehe ich es erst. Die haben Augen. Die sind lebendig. Habe ich gar nicht gesehen. Lol. Okay. Warum sind hier zwei? Aha, weil man mit zu einem zu dem End kommt. Und mit dem anderen wahrscheinlich ins Ziel. Habe ich recht? Ist hier das Ziel? Aua. Mein Gott. Immer werde ich hier verbrannt und so. Ja, hier ist das Ziel. Yeah. Bonus Stage. Schneide ich euch raus. Alright. Habe ich viele Münzen eingesammelt? Ich hoffe nicht. Ich habe einfach nur Lust auf das nächste Level. Das ist aber ganz in Ordnung. Oh Gott, ich habe 5? Dabei habe ich sogar einzig eingesammelt. Das heißt, ich hätte sogar 6 haben können. Okay, krass. Auf jeden Fall. Gegen nichts, aber ist auch nicht schlimm. Alright. In der Röhre ist das nächste Level. Und dass wir doch sofort mal. Aua! Hineingehen. Und hier können wir jemanden retten und einen Schlüssel finden. Ich weiß nicht. Nur in der ersten Welt war das so. Nur in der ersten Welt war das so, dass man einen Schlüssel erstmal in einem anderen Level gefunden hat. Oh, ich habe gar keine Dinger mehr. Jetzt habe ich einen. Hehe, komm her. Genau, in der ersten Welt war das so, dass man erstmal im vorherigen Level den Schlüssel finden musste und erst danach jemanden retten konnte. Und dann war es nie wieder so. Danach war es immer so, dass der Schlüssel genau im gleichen Level ist. Also keine Ahnung warum. Finde ich ein bisschen komisch, ein bisschen inkonsistent, aber okay. Gut. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt jemanden retten. Und es sah so aus, als wäre das das zweite Kind von Pac-Man, weil Pac-Man hat ja 2 Kinder, einen Jungen und eine Mädel. Das Mädchen haben wir schon gerettet. Das scheint wohl der Junge zu sein. Huh? Was war das denn für ein Bug? Spult mal zurück, habt ihr das gesehen? Pac-Man hat keine Animation mehr, ist einfach so rübergehabert über das Ganze. Was war das denn? Das sah so geil aus. Okay. Hey! Boing, boing. Hä? Wo konnte ich jetzt was dafür? Das kann ich auch gar nicht sehen. Aber gemein hier. Und. Ich hab Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, komm, sei leise. Spiel. Sei einfach leise. Ich habe eine Meise. Ganz leise. Werde ich verrückt. Hä? Ich frag mich gerade, wo spawne ich? Sehe nur so, ah hey, schau mal da hinten. Das brauchen wir doch. Und dann werde ich einfach runtergeschubst. Danke, Spiel. Dankeschön. Es war einmal lustig, okay? Jetzt nicht ein zweites Mal. Danke. Komm. Waren wir jetzt schon das Labyrinth? Ich meine, es ist ja aus irgendeinem Grund ganz am Anfang des Levels. Wahrscheinlich, weil es später nicht hinpasst. Dann machen wir es. Jetzt.
Wir haben ja tatsächlich schon in der letzten Folge die ganzen Labyrinth-Level gemacht von dieser Welt. Das heißt, nach dieser Welt können wir dann straight zur letzten Welt hin. Ja, leider ist die nächste Welt schon die letzte Welt. Das konnte man schon daran sehen, dass man nur 6 Freunde retten kann. Und nicht mehr. Bei jeder Welt rettet man ja einen Freund. Und ja, es kann noch ein paar anderen Dinge erkennen. Dass das die letzte Welt wird. Boah. Gerade noch so die Corner gecuttet. Oh Gott. Und die verlangen mir aber alles ab, ne? Wäre aber auch immer schwieriger, diese Level. Wäre es einfacher, wenn wir mich kurz killen? Wenn die kurz weg sind, weil ich habe ja noch ein Leben. Ja, es ist zu spät. Jetzt habe ich schon geschafft. Da war ich zu schnell, zu skillig. Irrgartengebiet. Jetzt kriegen wir schon das Achievement, weil, wie gesagt, die Level haben wir ja schon gemacht. Das bestätigt nur, dass wir alle Irrgarten-Level dieser Welt geschafft haben. Cool. Oh mein Gott! Sind die Aliens? Okay, wir waren ja in der Weltraumwelt vorher, aber trotzdem. Was sollte das denn? Knapp. Knappes Ding. Wohin bringt er uns? Irgendwo hin, wo ich einen Checkpoint gibt. Schön. Checkpoints sind immer ganz schön und schaut mal da, ich sehe ein A. Und ich sehe ja auch eine Pille. Wo ist die Pille? Da oben. Ich hab schon gewundert, wo ist die hin? Hier ist sie. Nam, nam und nam und das war's. Komm, die können wir noch killen. Schade. Dann killen wir ihn einfach ganz normal. Tschu! Lass mich in Ruhe! Was will dieses Ding? Was will dieses Ding eigentlich von mir? Ich habe ihnen doch nichts getan! Okay, aufgepasst. Nicht, dass sie wieder runterfallen. Also ich muss sagen, die Metal Cap ist eigentlich manchmal gut und manchmal eher schlecht. Es ist eher... Es kommt auf Situation an. Ob man die gebrauchen kann, ob die gerade nützlich ist oder nicht. Wenn da ganz viele Kisten sind, die ich gerne einsammeln möchte, dann ist sie nützlich. Aber wenn hier so ein Parcours ist, dann ist sie eher schlecht. Weil ich mit der nicht richtig springen kann. Die springt so sehr komisch. Ja, aber die Banana. Nach unten. Mit der Banana. Wo war es denn mal? Hab's vergessen. Das hier hinten? Ah, hier hinten war es, okay. Ich hab schon wieder vergessen, wo das Tor war. Oh Gott, aua. Einfach nur ganz schnell durch! Wow! Oh, oh Gott. Ah! Was mache ich hier? Ich hab keine Ahnung. Total crazy! Aber so gehört sich das halt als YouTuber. Da muss man total crazy sein, du. Okay, ich konnte gerade normal bouncen. Okay. Noch mehr, mein Freund. Bam. Der Peter hat das wahrscheinlich nicht gefallen. Egal. Moment, aber ich bin noch gar nicht fertig hier. Ich möchte mich hier noch ein bisschen erkunden. Ach, da geht's ja. Geht's hier weiter? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist hier der Schlüssel. Dafür brauchen wir so einen Pack Bananen. Da ganz oben war noch was, ne? Ah! Schaut mal, da ist er, mein kleiner Junge! Okay, dann kommen wir da wahrscheinlich jetzt gleich hin. Weil den Schlüssel kriegt man ja erst danach. Das macht ja keinen Sinn. Dann kriegen wir da wahrscheinlich gleich noch Zugang nach oben. Okay, dann schwimme ich jetzt erstmal. Ich merke gerade, dass ich die Metal Cap hier dringend noch brauche. Aber ich krieg sie ja nicht mehr. Ich muss jetzt wirklich den ganzen Weg zurück. Ja komm, kill mich. Das geht schneller. Das geht viel schneller. Da nehme ich das Leben in Kauf. Dann gib mir kurz die Metal Cap und dann rennen wir. So schnell wie können. Der erste Schalter. Okay, komm, ganz schnell. Lass mich in Ruhe.
Nein! Boah, ich wollte da gleich runter. Das ist das C. Das C brauchen wir auf jeden Fall noch. Das scheint von ein ganzes Wasserlevel hier zu sein. Allgemein hat die Welt auch ziemlich viel mit Wasser zu tun. Naja, was für Wasser das ist, bin ich mir nicht sicher. Und hier geht's weiter. Nein. Das ist auch nichts in der Sache. Mir fehlt irgendwie so viel. Das wundert mich voll. Irgendwie mir fehlt da oben der Zugang zu dem Jungen. Mir fehlt der Bananenpack zum Schlüssel. Also, hinten waren noch ein paar Truhen. Die gehe ich jetzt erstmal abchecken. Außer ich krieg das... Kann ich das nicht mehr machen? Kann das sein, dass ich das nicht mehr machen kann? Oder muss ich das von hier timen, so zack nach da? Weil hier sind ja noch ein paar Kisten. Hier, schaut mal. Hier ist noch eine. Und da ist vielleicht ja sogar der Bananenpack drin. Oh. Okay. Na gut, dann hat sich das geklärt. Nee, ist das N? Das ist der letzte Buchstabe? Was? Ist hier das Ende des Levels? What? Okay, also man kann das komplette Level skippen, wenn man will. Naja, ihr kennt mich, ich skippe das sowieso nicht, das Level, aber... Falls ihr keine 100% macht... There you go. Du kannst es jetzt skippen. Mir fehlt aber einiges. Okay, wir gehen erstmal hier unten weiter. Weil wir wissen jetzt, wo das Ende ist. Wir müssen sowieso wahrscheinlich noch mal später nochmal nach ganz oben schwimmen, also... Gehen wir jetzt erstmal weiter zu dem einen Checkpoint. Und ich bin total verwirrt über dieses Level. Man kann einfach alles skippen, wenn man will. Aua. Okay, wir kriegen hier irgendwo wieder eine Battle Cap. Die Metallpelle auf Deutsch. Okay, noch ein Checkpoint. Ist hier die Cap? Oder wo ist sie? Ist sie hier unten? Geht's im Weg? Nee. Ja, mitnehmen konnte ich sie ja nicht. Das hätte niemals gereicht. Ja. Alles klar. Also die grüne Soße gibt's hier doch. Aber da kann man nicht reinschwimmen. Macht aber auch Sinn. Hä? Aber okay, warte. Vielleicht kommen wir ja nochmal zurück. Vielleicht ist da drin ja die Battle Cap. Machen wir erstmal weiter. Ich bin super verwirrt, weil dieses Level überhaupt nicht linear ist. Das ist so das Gegenteil von einem linearen Level. Es geht so kreuz und quer. Du kannst in einer sehr komischen Reihenfolge alles machen. Warte, ich wollte doch zurückgehen. Doch gucken, ob es hier hinten jetzt. Hä? Ist das nur, um das Ding zurückzuholen? Tatsache. Hä? Ich bin so verwirrt. Warte. Aha. War mir klar, dass hier oben was ist, aber eine Kirsche brauche ich gerade nicht. Vielleicht nur Bonus. Hey, das kann doch nicht sein. Jetzt auch noch alles Bonus. Achso, die Kirsche habe ich jetzt aber. Ach, hier ist die Metal Cap. Ach, dann ist die Kirsche kein Bonus, dann ist sie wichtig. Und hier ist der Pfirsich. Ja, guck mal, Googly, da haben wir ja alles. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich hier drüben weiter, oder? Ja, ich sehe schon. Die Metal Cap, die wir die ganze Zeit suchen. Wird nicht runterfallen, Pac-Man. Danke. Das A. Nein. Den Schalter muss ich auch noch betätigen. Also muss man wirklich super schnell sein. Verdammt. Super schnell sein, um den zu aktivieren. Da darf man sich keinen einzigen Fehler erlauben. Da muss man super schnell sein. Jetzt habe ich's. Okay. Was? Noch mehr? Nein, sagt mir nicht, den hätte ich auch noch machen müssen, die Kiste. Moment, vielleicht ist ja noch was. Na, kann sein, aber ich musste mich jetzt nochmal killen, weil das hat zu lange gedauert. Moment, ich nehme die nochmal mit, vielleicht kann ich es ja ein bisschen schießen, ein bisschen käsen. Das heißt einfach nur, ob ich es ein bisschen überspringen kann, ein bisschen anders machen kann, als es gedacht ist. Halt ein bisschen schießen. Oh, ja, kann ich. Alle Buchstaben. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch die Früchte für den Schlüssel. Kann ich da Damage boosten? Danke. Ach, komm. Okay.
Schwind. Bam. Ah, noch eine Kirsche. Alright, alright. Noch eine Kirsche? Okay, jetzt sind sie aber auf jeden Fall Bonus, oder? Ha! Das kann doch nicht sein! Ich krieg die ja noch nicht durch. Nee, da ist ein Battle Cap. Von der Erdbeere. Ach, und schaut mal hier! Damit kann ich zum Schlüssel mit dem Ding. Boah, was ist das hier bitte für ein Labyrinth? Und hier ist noch eine Battle Cap. Ja, ja. Okay, von wo kriege ich die Erdbeere? Aua. Das ist jetzt die Frage. Weil hier geht es nirgendwo weiter. Habe ich vielleicht irgendwas verpasst? Musste ich vielleicht noch irgendwas machen? Geht es hier vielleicht noch weiter? Und ich habe es nicht gesehen. Nee, hier sind einfach nur zwei Kisten. Wo ich aber keinen Zugriff drauf habe im Moment. Boah. Muss man aber wirklich lange nachdenken in diesem Level, ne? Ja, damit muss man kurz durch, dann geht's schneller. Doch gar nichts mehr. Oder kann ich die andere? Ach Moment! Nee, warte mal. Fühl mich mal kurz. Moment. Ich mach mal wieder hier. Aber hier gibt's doch gar nichts für mich. Ups, nein, das soll ich nicht. Zurück. Kann doch verwerfen, ja. Hey! Ich will raus aus dem Menü! Hallo? Jetzt geht's. Okay, ich habe außerdem meine Steuerung gerade geändert. Nee, das war nicht der Plan. Da kam Damage Boost durch den durch. Der ist so nervig. Okay, irgendwas scheine ich ja verpasst zu haben. Mir muss wahrscheinlich einer der letzten Kisten hier unten unter Wasser, unter mir, die Erdbeere sein. Wahrscheinlich. Was wiederum bedeutet, dass ich hier die Metallpille vielleicht doch nochmal so ewig lange mit mir rum tragen muss, aber so dann so lange hält die doch nicht. Man schaut sich das mal an. So lange hält sie doch niemals. Da, jetzt ist es schon fast verpufft. Da, das war's schon. Jetzt ist es schon verpufft. Das geht doch nicht. Oder habe ich hier irgendwo einfach ganz simpel eine Frucht verpasst? Aber wo denn? Also, ich bin komplett überfragt. Irgendwo muss ich ja irgendwas verpasst haben. Aber wo denn? Und das ist übrigens nicht so klug, dass ich mich die ganze Zeit kille, weil ich denke die ganze Zeit, ich spawne da an der anderen Seite, ne? Aber das tue ich nicht. Ja, ich habe keine Lust. Der ist echt böse platziert. Da habe ich keine Lust zu warten. Vielleicht müssen wir mal nach links zurück. Kann auch sein, dass ich vieles rausschneide. Ich weiß nicht. Habe ich hier mehr Zeit? Nee, hier habe ich definitiv weniger Zeit. Nee, das macht keinen Sinn, hier lang zu gehen. Also irgendwas habe ich hundertprozentig verpasst. Weil sonst würde ich ja jetzt weiterkommen. Ne? Wie konnte ich das verpasst haben? Kann mir mal einer erklären, wie ich das verpasst habe? Ist jetzt schon ein bisschen peinlich. Reden wir nicht drüber, okay, Freunde? Wir reden einfach nicht drüber. Das muss ja jetzt nicht verbreitet werden, dass ich da was verpasst habe. Was jeder gesehen hat. Ihr habt wahrscheinlich schon die ganze Zeit gesehen und mich angeschrien. Ich weiß, okay, ich weiß. Ah, Gott. Okay. Dann los geht's mit der Abenteuer-Schatzjagd und endlich ist dieser blöde Hai weg. So. Was habe ich denn gesammelt? Ah. Das letzte Puzzleteil zu dieser ganzen Geschichte, zu dieser ganzen Thematik. Und zwar die. Was ist denn das? Eine Honigmelone oder so. Für das Bananenpack. Schon eingepackt. So, und nun können wir unseren kleinen Jungen retten. Das ganze Level nur, um unseren kleinen Sohn zu retten. Tja, so kann es sein. So kann es aussehen, Freunde.
Der ist nicht tot, aber der kann ruhig leben. Ich glaube, aber sind auch gar nicht echt. Ich glaube, das sind so Roboterhaie. Die sahen bei mir, sahen jetzt aber zumindest halt ein bisschen roboterartig aus. Deshalb kann das schon so sein. Nein, hier bin ich falsch. Ich muss nach links und dann nach rechts. Ich bin zu tief drin im Ganzen. Ich muss weiter nach oben. Weiter hoch hinaus. Ganz oben ist ja mein kleiner Sohnemann eingesperrt worden. Wir versuchen zu retten. Was ein Vater nicht alles für sein Kind tut, ne? Was man nicht alles tut. Na gut. Aua, bitte nicht sterben, das wäre jetzt sehr blöd. Was habe ich gesagt? Oh nein! Bis gleich. Okay, da sind wir wieder. Und nun haben wir nicht nur den Schlüssel, sondern wir haben hier noch einen Gang. Ah, das hier führt wahrscheinlich nach oben, oder? Moment, das sieht ja genauso aus wie im letzten Level des Gebiets. Ah, nee. Ah! Das erhöht das Wasser, den Wasserspiegel. Aber ich erhöhe jetzt die Todesrate in diesem Raum. Nom, schnell, ja, nom, schnell, 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 schnell. Nein! Ich hab's verkackt, oder? Oh mein Gott. Ich hab's verkackt. Oh, das ist das allererste Mal, dass ich das nicht geschafft habe. Ich hoffe, das ist nicht wichtig, die zu schaffen. Aber ich hab's jetzt wirklich nicht geschafft. Ja, sorry, tut mir leid. Das habe ich jetzt nicht hingekriegt. Ja, das war aber auch nicht ganz so leicht, finde ich. Also, das war echt nicht leicht. Wie auch immer. Ich würde jetzt gerne meinen Sohn retten. Der Pettjunge. Juhu, danke, dass du mich gerettet hast, Papa. Kein Problem. So, und wir gehen jetzt ganz schnell nochmal. Okay, sorry für den Cut. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber die Aufnahme war kurz abgebrochen. Nicht schlimm. Wir sind sowieso jetzt am Ende des Levels angelangt, glaube ich. Und somit auch am Ende der Folge. Okay. Dann drehen wir nochmal ganz kurz an der Slotmaschine. Ich hoffe, ich habe nicht so viele Coins eingesammelt. Lass mal sehen. Okay, 3 sind noch okay. One-Up-Fieber. Ja, wäre schon ganz cool, wenn ich ein paar One-Ups bekommen würde. Ich habe ein paar leider hier ein bisschen... Ja, verschenkt. Und Tatsache. Einmal habe ich. Nice. Ja, beim nächsten Mal werden wir dann den Boss besiegen und die letzte Welt betreten. Und unser kleiner Junge wird uns jetzt noch was zum Abschied sagen. Wie der aussieht. Yeah. Wir kommen zurück. Pac-Man ist nicht mehr weit weg von hier. Du schaffst das. Ja, und der Like-Button ist auch nicht mehr weit weg. Von diesem Video, also drückt den am besten und seid beim nächsten Mal dabei. Das heißt Pac-Man Repack.